Hallo lieber Rampix, vor dem finalen Zusammenbau des Sandstreuers muss ich noch ein paar Restarbeiten durchführen und leider kriege ich nicht alle Lager und den Keilriemenräder von der Welle runter und deswegen muss ich noch mal in die Werkstatt und das machen lassen. Ich kann jetzt noch ein Lager, glaube ich, selber runterziehen und das zeige ich euch jetzt. Das heißt, ich zeige euch, ihr seid dabei. Ob ich das zeigen möchte, weiß ich gar nicht. Das machen wir jetzt noch. Wir hauen noch ein letztes Lager runter. Und zwar hier sieht man es mal ganz schön. Also das ist hier eine der Wellen, der Antriebswellen. Hier war, glaube ich, ein Zahnrad drauf. Das Lager, denke ich mal, kriege ich jetzt noch runter. Da reicht mein Abzieher. Ja, der reicht so gerade eben. Jetzt will ich noch ein bisschen bürsten, dass die Oberfläche halbwegs blank ist. Ja. So, und an dieses Lager komme ich nicht ran. Also hier dieses Rad hier runter zu kriegen, das ist so ein Ding der Unmöglichkeit. Wahrscheinlich muss man das warm machen und dann kriegt man das Rad runter, dann kann man das Lager noch auf der anderen Seite runterziehen. Okay, das machen wir also jetzt. Oder? So, ich kann den ausrichten. So, dann festziehen, das ist echt cool. Diese kleinen Lücken festziehen. So, okay. Dann werde ich jetzt noch drin. Zurück. Jetzt sind wir gleich wieder gestartet hier. So. So, ich werde überspringen, wenn du das mal kommt. Ich muss das wegspringen hier. So, jetzt bin ich. Okay, gut. So, und jetzt sind wir. Kannst du Schlüssel? Jetzt kommt er runter. Er kommt runter. Viel Aufwand probieren. Alles schön. Oh, läuft schon so runter. Das war ja easy. Ja, easy! Das war jetzt der Vorführeffekt. Das ist ja Wahnsinn, ey. Aber man sieht eben, wie das hier eingerostet ist. Zack, weg. Na gut, das war jetzt kein Problem. Wenn ich natürlich dieses Lager hier gelockert kriege, dann rutscht es hier komplett rüber. Hui! Habt ihr es gesehen, Freaks? Yeah! Ja, Mensch! Ja, cool! So, lieber Randfick, das hat mich jetzt gleich so motiviert, dass ich hier doch mich doch nochmal an diesen letzten hier ranwage. Selbst ist der Mann! Was für ein Schobi-Spruch! Furchtbar! Ja, aber das ist natürlich immer man will natürlich sowas auch selber hinkriegen, nicht irgendwo bei anderen Leuten nachfragen. Also ich werde doch versuchen, hier dieses Zahnrad runterzukriegen, weil das ging ja eben auch. Also wenn ich das verschieben kann, und dann kann ich genau das gleiche hier nochmal versuchen. Also ein bisschen bürsten, da mittendrin. Aber vielleicht, dann kann ich eben es auch und brauche ich hier das. Ich glaube nicht, dass man das ohne weiteres rauskriegt. Das ist so fest gerostet. Brauche ich ja auch nicht. Ich muss ja nur einmal die Zahnräder, einmal die Kugellager erneuern. So. Gut, das heißt, wir lösen jetzt hier diese kleinen Madenschrauben. Ich sage mal Nabenschrauben, das sind aber Madenschrauben. Schön freimachen, so. Madenschrauben. Eine Madenschraube sitzt immer auf der Passfeder. Oh, Angst.
bisschen auspopeln. Auspopeln. Na, möglichst alles Zoll, ne? Ja, gut. Hat sich gelöst. Angst und Zittern. Und ist weggesprungen. War toll. Angst und Zittern. Und weg. Da ist sie. Na gut. So, andere Seite. Oh, cool. Das ist entweder... Ach, das ist jetzt eine andere Größe. Das ist ja auch witzig. Okay. Oh, ein Rost überall. Oh, es ist krass, ey. Gut, jetzt können wir mal gucken, ob wir den vielleicht doch lösen können. Oh Mann. Oh Mann, Andreas, du bist so gut. Oh shit. Oh yeah. Festgerostet. Da. Ja. Ja. Oh. Yes. Schwierige Geburt. Oh. Yeah. Oh. Aber der hat sich jetzt gelöst. Nein. Der hat sich gelöst, das darf doch nicht wahr sein. Ach. Ja, das ist ja auch cool. Ich hab's nicht.
Ja. Cool. Es ist mal so ein Spaß. Das macht so einen Spaß. Das ist unglaublich. Zack, das war besser. So. Jetzt zieht euch das mal rein. Komplett festgerostet. Das ist so krass. Hammer. So, liebe Rasenfreaks. Ja, das war's soweit. Jetzt haben wir tatsächlich die letzten Wellen von den Kugellagern und den Zahnrädern. Boah, das passt aber echt gut. Und den Keilriemenrädern oder Keilriemenscheiben, weiß ich, wie man das bezeichnet, befreit. Das ist die nackte Welle. Schöner klassischer Maschinenbau. Jetzt will ich noch ein bisschen hier den Rost entfernen. Dann kommt hier natürlich so ein richtig schönes Antikorrid für so eine Wellennahmenverbindung dazwischen. Und dann wird das hoffentlich so schnell nicht mehr festrosten. Ob ich es jemals wieder auseinandernehmen werde, weiß ich auch nicht. Aber das finde ich jetzt richtig, richtig, richtig cool. Richtig schön. Auch, dass ich es selbst geschafft habe, ja, das ist schon ein gutes Gefühl. Sehr gutes Gefühl. Gut, so, jetzt haben wir alle Voraussetzungen geschaffen, um die Räder unter den Rahmen jetzt zu bauen. Die neuen Lager, habe ich eigentlich schon gezeigt, die neuen Lager. Hammer. Wo sind die neuen Lager? Wo sind die neuen Lager? Das sind die neuen Lager. Das sind die neuen Lager. Traumhaft. Die sind jetzt ein bisschen anders als die alten Lager. Nö, überhaupt nicht anders. Die sind überhaupt nicht anders. Guckt euch das an. Das wird doch ein schönes Thumbnail. Ja, alt und neu. Herrlich. Mal aufstecken? Stecken mal auf. Den Rost, das Öl ein bisschen abwischen. Oh, die passen gut. Hui. Die passen richtig gut. Ja. Zack! Cool, ne? Oh, spielfrei. Ja. Und dann kommen die neuen Lagerschalen. Ja, was heißt neu? Die lackierten Lagerschalen. Da, 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 da. Von unten kommt das, die Gegenlagerschale und die hält dann das Lager fest. Und dann kann das sich so bewegen. Und drehen. Yeah. So, Freaks, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefallen auch solche Videos vom Rasenfreak. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Man macht ja sowieso mal, ne? Muss ich gar nicht sagen. Nee, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und wenn ihr Lust habt auf mehr solche Videos, dann könnt ihr mich auf jeden Fall bald wieder sehen. Ja, im nächsten Video geht es dann an die Montage. An die Montage des Rahmens. Und der Achse. Oh, ey, schöne neue Teile. Und das ist dann wie Lego, ne? So alles. Oder wie so ein Baukasten. Ne? Du kriegst so
Baukasten, alles zerlegt und dann fummelst du das zusammen. Das macht so einen Spaß. Tschüss.